Okay, willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario. Ich habe auch gleich den Partner gewechselt, wieder zu Koopa. Und was hat der Typ hier vor? Okay. Was macht der da mit dem Boden? Hat er den irgendwie... Das ist perfekt, glaube ich. Oh nein, sieht so aus, als sei Mario her. Okay, wie hast du mich gesehen? Ich denke nicht, dass du durch Boden schauen kannst. Oder vielleicht benutzt er Wallhacks. Naja, auch egal. Okay, was ist hier rechts? Erstmal hier nach rechts gehen. Ich gehe mal erst die falsche Seite lang. Ich weiß nicht, wieso. Okay, was ist hier? Oh, okay, hier hätte ich speichern können. Hätte ich eigentlich beim letzten Part aufhören können. Aber naja, auch egal. Jetzt wisst ihr, dass da ein Speicherblock ist, also... Kann jetzt niemand behaupten. Hey, was ist bei der Tür da hinten? Die hast du nicht gesehen. Da war irgendwas. Dies habe ich jetzt gezeigt. Okay. Wir könnten jetzt hier theoretisch links weitergehen. Aber mich wundert es, was hier drin ist. Also. Okay. Ups. Das war eine Falle. Oh mein Gott, bin ich blöd. Naja, eigentlich wusste ich es, aber ich weiß auch, dass man das machen muss, weil man es nicht weiter kann. Also war es eigentlich dumm von dir da oben. Dass du mich da runterfallen hast lassen. Oh mein Gott, mein Deutsch ist so schlecht. Tut mir leid, Leute, ich bin so schlecht im Deutsch. Ah. Und zack. Der Kopf von Mario ist einfach in den Boden reingedingst halt. Oh, was war das? Wo kommen die denn her? Wir kommen von oben. Oh, ich habe mich gefragt, wer du wohl sein magst, aber bist du nicht. Mario? Ja, ich bin Mario. Ich bin Mario. In einer Million Jahren hätte ich nicht erwartet, eine Berühmtheit wie dich so an der Mauer zu treffen. Wer? Ich? Mein Name ist Bombette. Falls du noch nicht bemerkt hast, ich bin ein Bob-Omb. Schön, dich kennenzulernen. Oh, sehr schön. Okay, holen wir uns gleich hier Erfrischung, weil wir die nötig haben. Also eigentlich nur die BP, aber trotzdem, warum nicht? Okay, reden wir ein bisschen mit dir. Was sagst du, warum ich hier eingesperrt bin? Ganz einfach, weil ich eine potenzielle Gefahr bin. Eine potenzielle Gefahr. Zumindest für diese schlappschwänzigen Koopa-Brüder. Zuerst habe ich ebenso wie die anderen Bob-Oms nur hier gearbeitet. Aber diese Koopa-Brüder, als Bowser an die Macht kam, haben sie angefangen, uns zu tyrannisieren. Oh, was zur Hölle, was für Arschlöcher. Ich konnte es nicht mehr ertragen, also bin ich einfach neben ihnen explodiert. Tja, das war wohl ein Fehler. Die Koopa-Brüder fanden das nicht sehr komisch. Und deshalb sitze ich jetzt im Kittchen. Dann haben sie auch noch die anderen Bob-Oms hier eingesperrt, weil sie einen Aufstand befürchteten. Oh, was zur Hölle. Eine Bob-Om-Rebellion, was sagst du dazu? Fand ich cool. Ich weiß, das ist eine lange Geschichte, aber egal, Mario. Wir wollen hier raus! Glaubst du, dass du uns bei unserer Flucht helfen könntest? Oh, bitte, bitte! Wenn du uns hilfst, verspreche ich auch, dir zu helfen. Okay, ja, warum nicht? Oh, wie schön, Herzchen! Von jetzt an wollen wir für immer Freunde sein. Oh, was, wie kitschig. Wir werden ein super Team sein, Mario. Okay, und das ist unser zweiter Partner in diesem Kapitel. Das ging ziemlich schnell. Bombette gehört zum Team. Drücke C unten, um Bombette auf einen explosiven Spaziergang zu schicken. Oh Gott. Mario sieht da so komisch aus, wie so ein Chinese, weil er die Augen so zu hat. So ein Maulwurf, Mario. Okay, Bombette kann Body Slam und Bombe im Kampf einsetzen. Sehr schön. Jetzt lass uns überlegen, wie wir von hier verschwinden können. Warte mal. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Ich habe dir ja noch gar nicht gesagt, was meine Spezialität ist. Wie dumm von mir. Ja, wahrscheinlich explodieren, oder? Ja, siehst du, ich kann explodieren. Pass mal auf. Okay, ja, ich sehe diesen Riss. Wenn du irgendwo Sprünge in einer Wand siehst, kann ich sie wahrscheinlich zum Anschluss bringen. Versuchen wir es doch mal hier. Schnauf, schnauf, geh in Deckung. Okay, ja, ich muss das jetzt selbst einsetzen. Okay, machst du das für mich? Bam. Sehr schön. Okay, hast du es gesehen? Nee, ich hab's nicht gesehen. Ich habe. Ja, okay. Egal. Ich kann den benutzen sein. Und ja, jetzt können wir da raus. Hallo. Ist dir früh aufgefallen, dass die Wand einen Sprung hat? Also, ja. Ohne mich wäre die jetzt da ewig unten geblieben und wäre verrottet. Okay, das war vielleicht ein bisschen blöd. Ja, würde ich auch sagen. Naja, egal. Hauptsache, wir können jetzt hier verschwinden. Das gilt auch für uns alle. Vielen Dank, Mario. Von jetzt an werde ich dir folgen und dir helfen, wo ich noch kann. Ruf mich und ich bin da. Ach, Herzchen. Ja, es tut mir leid, wenn ich beim Lesen immer so ein paar Wörter verschiebe, weil ich bin halt einfach zu aufgeregt, um das richtig zu lesen. Also. Okay, gehst du nicht raus? Mach dir keine Sorgen um uns, Mario. Wir finden schon einen ersten Ausweg. Ja, der Ausweg ist gleich hier. Hallo, kommt doch raus, ihr blöden Idioten. So. Egal, jetzt können wir hier endlich raus und jetzt macht dieser Raum hier auch einen Sinn. Und, was zur Hölle? Was soll der Kack? Falls ihr Bob-Oms es vergessen habt, innerhalb des Festungs ist es mit Ausnahme von Notfällen strikt untersagt, zu explodieren. Ja, sehr schön. Ich bin Mario. Hallo. Was zur Mario? Was machst du hier? Nichts Gutes, würde ich sagen. Los, alle auf ihn! Okay, und das hier ist ein...
Ich weiß das Wort immer noch nicht. Ein Kampf, den man machen muss. ich würde sagen, wir zeigen gleich Bob... Nee, Moment, das kann ich... Nee, ich... Tut mir leid. Wir machen gleich den Koopa hier fertig. Oh Mann, ich bin so schlecht mit dem Action-Kommando gerade. Okay, zeigen wir Bob Oms Body Slam. Bombettes Body Slam, meine ich. Man muss eigentlich nur warten, bis hier der Balken gefüllt ist und dann A loslassen, sobald der Stern erscheint. Und das macht ihm 2 Schaden, das ist sehr praktisch. Okay, und ich glaube... Ja, machen wir hier weiter. Oh Mann, ich bin so schlecht im Action-Kommando gerade. Ich wollte gerade irgendwie... Ich weiß nicht, ich wollte gerade irgendwie ein Item einsetzen, aber ich bin mir nicht sicher, was die KP von den Bob-Oms sind. Und ich habe da Angst, dass die dann mir ziemlich viel Schaden machen, wenn die bei mir explodieren. Aber machen wir diesen Kampf halt einfach so weiter. Ich glaube, Koopa wäre hier die bessere Wahl bei diesem Kampf. Oh Mann, ey, hallo, was ist denn los mit dem Action-Kommando? Und bam. Ja, das lässt Bombette auch explodieren. Und muss jetzt aus... Oh mein Gott, die muss jetzt aussetzen. Das hätte ich nicht gewusst. Dann hätte ich Wetten auf Koopa getauscht, weil das... Naja. Ja, machen wir halt hier diesen Bob-Omb alleine fertig. Okay, dann können wir auch mal gucken, wie der Angriff jetzt ist, wenn die explodieren. Oh, ich habe ihn geblockt. Sehr schön. Das war 2 Schaden. Und ich habe einen blocken können. Das war sehr gut. Sehr gut von mir. Ich bin stolz auf mich. Dann haben wir die Gegner hier besiegt. Sehr schön. Und das gibt ganz schön viele Münzen. Wie viel haben wir schon? 96. Spall dein Leben. Nee, Quatsch. Das gibt's hier in diesem Spiel nicht. Okay, jetzt können wir endlich hier hochgehen und da nochmal hin. Weil, jetzt haben wir auch Bombette im Team und die hilft uns dann auch. Oder wartet mal, wir müssen zurück. Mir fällt da was ein. Da war doch ein Schlüssel! Könnt ihr euch noch erinnern? Hier, hier war ein Schlüssel. Was soll der gegnerische Erstangriff? Oh, ich wollte Bombette dem auf die Pelle schicken. Aber das ging anscheinend nicht. Okay, machen wir das nochmal. Zack, hier, zack. Zacki. Bitte nehmen mal Bombe, warum nicht? Drücke A so schnell wie möglich. Zack, seht ihr 100%. Boom, 5 Schaden. Oh, das ist ein echt cooler Angriff. Vor allem ist er ziemlich stark. Das ist bisher der stärkste, denke ich, oder? Ich glaube schon. Also sind die BP sinnvoll investiert. Und endlich kriege ich das Action-Kommando wieder hin. Und warum rede ich überhaupt in diesen Kampf rein? Okay, ich habe die Bombe von Bombette gezeigt. Also macht das doch Sinn. Oh Mann. So. Ja, ja, komm, explodier noch 10.000 Mal. Wir haben den Kampf. Fertig, du musst jetzt nicht hier auf dem Boden liegen. Okay, und gleich haben wir auch ein Level-Up. Ich denke, beim übernächsten Kampf spätestens. Und das ist sehr schön. Und, oh, wir kriegen sogar die Baby zurück. Sehr schön. Okay, dann machen wir hier kurz ein Loch rein. Zack, und holen uns der Schlüssel. Festungsschlüssel ausgezeichnet. Okay, und dann können wir da hoch. Den Schlüssel werden wir wahrscheinlich eh irgendwo mal brauchen, also. Von daher sehr nützlich. Können wir jetzt endlich weitergehen? Mal gucken, was es dort oben hat. Ich bin schon gespannt. Ich mag die Musik übrigens in diesem Ort. Ich mag die Musik in diesem Spiel echt allgemein ziemlich. Das ist fast eine meiner Lieblings-Soundtracks für... Was zur Hölle? Aua, das tut weh. Hey, geht's noch? Okay, Leute, das ist ein Level Up. Und zwar punktgenau, auf den Stimmpunkt genau. Und ich würde sagen, wir gehen auf... OP. Wir machen OP. Denn ich habe noch einen Orden, der mir gerade einfällt. Und ich denke, OP werden dann in Zukunft auch ziemlich nützlich sein. Ich werde KP Plus zurzeit einsetzen, weil ich wirklich keine besseren Orden gerade habe. Und das gibt mir dann 15 KP insgesamt. Also es ist eigentlich gleich, wie wenn ich jetzt KP aufgerüstet hätte. Nur kann ich dann jederzeit wechseln und wieder bessere Orden ausrüsten, wenn ich bessere habe. Also ist das ziemlich praktisch. Und hier gibt es ein kleines Rätsel. Da muss man hier so zack diesen Schalter betätigen und dann können wir darüber. Und dann müssen wir den Schalter von hier aus nochmal betätigen mit Koopa, weil gleich hier die Steine wieder reingehen und auch ganz schön. Jetzt machen sie so, wie das total kompliziert gewesen wäre und ich das schon vergessen hätte und machen das gleich nochmal, das Rätsel, was eigentlich total sinnlos ist und man kann das auch mit Bombette machen, aber mit Koopa geht's schneller. Mit Cooper, nicht mit Koopa. Okay. Ich wundere jetzt gerade, was da unten ist. Ich weiß nicht, konnten wir da schon hin? Okay, jetzt sind wir hier im Hauptbereich und ich denke, da ist auch ein Schalter. Ja, drücken wir den. Warum noch nicht? Einfach jeden Schalter drücken, der so im Weg liegt. Okay, was passiert jetzt? Mein Rumblepack fliegt wieder aus. Mein Rumblepack. Oh mein Gott, ey. Die Treppe geht nach unten. Sehr schön. Was auch immer das gebracht hat, ich glaube nicht sonderlich viel. Jetzt können wir hier nach unten gehen, oder?
Was ist denn hier unten jetzt? Ah, okay. Nein, Moment, falscher Knopf. Ich muss zur Bombette wechseln, um diesen Riss hier zu zerstören. Können wir endlich auf die andere Seite da gehen und gucken, was es da hat. Da war doch was. Oh ja, ein Festungsschlüssel. Haben wir nicht schon einen? Ich denke, wir haben schon einen, oder? Okay, dann gehen wir hoch. Zack, dann öffnen wir das. Hallo, ich möchte das öffnen. Festungsschlüssel. Ne, wir haben nur diesen. Wo haben wir einen Festungsschlüssel doch aufgesammelt, habe ich gedacht. Okay, was ist denn hier? Hier ist wieder ein Schalter, sehr schön. Oh Gott, tausende Schalter hat es hier. Und, oh, die Treppen von da kommen jetzt nach oben. Und die Koopas, die da drauf sind, so. Oh mein Gott, Hilfe! Also, ich will hier runter. So. Und die kommen jetzt da runter und ich glaube, ich werde denen aus dem Weg gehen. Geht weg. Oh, danke. Sehr schön. Gehen wir weiter nach oben. Oh, jetzt sind wir, glaube ich, dem Ende schon ziemlich nahe von diesem Dungeon. Es wird wahrscheinlich nicht mehr lange gehen. Ist hier hinten noch irgendwas? Ich denke... Da wartet mal. Ich glaube, da oben... Nee, da oben ist was. Ich weiß es gerade. Und Bombette geht vor. Guckt euch das an, was die gerade macht. Die geht da jeden Schritt nach. Okay, dieser Bob-Omb bewacht hier einen Orden, der ziemlich praktisch ist. Nämlich Schlag Plus. Ich werde den nicht ausrüsten, weil ich ihn eigentlich nicht sonderlich gerne habe, weil, ja... dieser Orden bewirkt, dass wenn man ein BP gibt, hergibt im Kampf, dass man dann, okay, was passiert da? Also, wenn man ein BP dann hergibt im Kampf, kriegt man dann, zwei Schaden plus im nächsten Zug für den Hammer. Aber ich denke, das ist ziemlich sinnlos, weil wenn man im ersten Angriff so ein BP ausgibt für zwei Schaden mehr, kann man eigentlich auch gleich angreifen und zwei Schaden mehr machen direkt. Das ist also ziemlich dumm, den einzusetzen. Okay, das ist hier unten. Erstmal das hier auschecken. Und diese Steine kann Bombette auch zerstören. Und da ist ein Ahornsirup. Also warum nicht den nehmen? Ist doch ziemlich praktisch. So. Okay, das ist jetzt ein Kugelwilli Bob-Bomb-Blaster. Und... Oh, gegnerischer Erstrang. Oh, nicht sehr schön. Aua. Dieser Kampf ist eigentlich ziemlich sinnlos. Also werde ich fliehen. Diesen Gegnern werden wir dann schon noch begegnen, also keine Sorge. Ich werde versuchen, die Münzen zu behalten, weil ich die gerne habe. Und sind wir gleich da? Ich denke, wir sind gleich da. Ja, wir sind gleich da, aber ich werde hier zuerst nach unten gehen und mich auffüllen und ich würde sagen, ich mache hier den Part fertig. Also bis zum nächsten Mal, wo wir dann diese Kanonen außer Betrieb setzen werden. Also, danke schauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.